Ambidiefel ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Griffel. Ambidiefel ist ein mittelgroßes und schlankes, affenartiges Pokémon mit hauptsächlich lilafarbenem Fell, wobei Bauchbereich und Gesicht hellbraun gefärbt sind. Auffällig sind seine zwei langen Schweife, deren cremefarbene Enden wie aufgeblasene Gummihandschuhe aussehen, welche je drei ab der Mitte orange-rot gefärbte Finger haben. Ambidiefel hat zwei schmale Beine, die in kleinen Füßen enden und ebenfalls zwei dünne Arme ohne erkennbare Hände. Es besitzt zudem an den Seiten seines runden Kopfes zwei große Ohren, die in der Mitte orange gefärbt sind. Auf seinem Kopf sind zwei lange, hochstehende Haarsträhnen zu erkennen, welche bei männlichen Exemplaren kürzer sind als bei weiblichen. Und in der Shiny-Form ist Ambidiefels Fell hauptsächlich pink gefärbt. Attacken nutzt es hauptsächlich physische oder Statusattacken mit beispielsweise Doppelschlag oder Schleuder. Oder als Statusattacken Kreideschrei, kann aber auch mit Sternschauer eine einzelne spezielle Attacke einsetzen. Seine mögliche Fähigkeit, die es einsetzen kann, ist Techniker und sorgt dafür, dass die Effektivität von schwächeren Attacken gesteigert wird. Eine andere Fähigkeit, die es haben kann, ist die Mitnahme, wodurch es gelegentlich Items aufheben und mitnehmen kann. Und seine versteckte Fähigkeit ist der Wertelink und erhöht die Häufigkeit von Mehrfachattacken bzw. erzeugt längere Trefferserien mit Mehrfachattacken. Ambidiefel leben in großen Kolonien zusammen in Wäldern mit hohen Bäumen. Es schläft auf den Ästen dieser Bäume, muss sich dafür aber oft Revierkämpfe mit Quatermark um die gemütlichsten Astplätze liefern. Ambidiefel ernährt sich hauptsächlich von Früchten und Nüssen, welche es mit Hilfe seiner Schweife knackt. Generell benutzt das Pokémon seine Schweife für fast alles, ernährt sich hauptsächlich von Früchten, nur ganz selten verwendet es seine eigentlichen Arme. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Ambidiefel mit seinen wirklichen Armen nichts greifen kann. Auch in Kämpfen schlägt es dann zum Beispiel mit Doppelschlag heftig mit dem Schweifen zu. Wenn jemand von einem Ambidiefel umarmt wird, so gilt das als Akt der Zuneigung. Um seine Freundschaft auszudrücken, verbindet es entweder seine zwei Schweifspitzen zu einem Ring oder hält Händchen mit anderen Ambidiefel. Sie leben in großen Gruppen zusammen und kommunizieren untereinander mit Hilfe ihrer Schweife. Dabei ist Ambidiefel der letzte Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Griffel. Bei der Entwicklung zu Ambidiefel erhält Griffel ein reiferes Aussehen und einen zweiten Schweif, durch welchen es sowohl in Kämpfen stärker und öfter zuschlagen kann, als auch in sonstigen Lebensbereichen ein weiteres nützliches Universalwerkzeug hat. In den Spielen wird die Entwicklung ausgelöst, sobald Griffel ein Level aufsteigt und dabei die Attacke Doppelschlag beherrscht. Und mit seinem Typ Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.